Hallo Friedensfreunde, Peace. Ich bin etwas entsetzt über eine Meldung, die auf Sputnik kam heute. Frau Merkel hat sich offensichtlich mit Saudis getroffen und dort wurde eine Übereinkunft getroffen, beziehungsweise man ist sich einer Meinung, dass syrische Flüchtlinge hier an der Waffe ausgebildet werden sollen, die dann wohl in ihrem Heimatland möglicherweise dazu eingesetzt werden sollen, die legitime syrische Assad-Regierung zu stürzen oder mitzuhelfen an einem Putsch. So interpretiere ich diesen Artikel. Die Möglichkeit besteht jedenfalls, dass es so laufen könnte. Finde ich natürlich ein bisschen befremdlich. Gerade Saudi-Arabien, die ja nun aus Deutschland sehr viele Waffen gekauft haben, die auch in die Hände des IS gelangt ist. Und der IS hatte ja nun offensichtlich auch die Aufgabe, Herrn Assad zu stürzen. Und die ganze, unsere Mainstream-Presse tönt die auch immer rum, der Mann muss weg, der Mann muss weg. Wie doch sich das Bild auf einmal zu einem Ganzen zusammenfügt, mir wird nur noch übel. Leute, das geschieht in unserem Namen. Ich bin total entsetzt. Total entsetzt. Ich fasse es einfach nicht, wie sowas sein kann. Ich bitte euch, geht auf die Straße, protestiert dagegen. Das ist. Früher hieß sowas mal Einmischung in interne Angelegenheiten anderer Staaten, aber das ist ja nur noch ein Zacken schärfer. Wessen Befehl das wohl geschieht? Also, ich sag mal, dass wir irgendwo putschen, möglicherweise putschen, ist sicherlich nicht in unserem Interesse der Bevölkerung, oder? Es ist doch eine Volksvertretung, die Regierung angeblich. Sagen wir der Regierung bitte, dass wir das nicht möchten. Gehen wir auf die Straße, erheben wir unsere Stimme. Sowas geht einfach nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Rest vom 1. Mai und bleibt friedlich. Peace.